Grund dafür ist, dass wir seit 2 Jahren versuchen, an die Bundesregierung zu appellieren, sich an das Klimaschutzgesetz zu halten und dementsprechend ja auch die Gesetze anzupassen. Das haben sie nicht gemacht. Und sie haben immer gesagt, unsere Methoden wären falsch und deswegen würden sie nichts machen. Und jetzt haben durch Bauernproteste wir gemerkt, dass es sehr wohl möglich ist, eine Anpassung von Gesetzen durch Protest zu erlangen. Man müsste nur Traktoren mitbringen. Und deswegen haben wir heute die Traktoren mitgebracht, weil was bei den Subventionen für Agrardiesel funktioniert, kann ja vielleicht auch beim Klimaschutzgesetz passieren. Und wir haben jetzt alle Hoffnung, dass es tatsächlich funktioniert, weil die Bundesregierung ja gezeigt hat, wenn mit Traktoren protestiert wird, werden Gesetze angepasst und geändert.